Jeder kennt sie. Die typische 80er-Jahre-Küche. Die einst strahlenden Küchenfronten sind längst verblichen. Ein gelblicher Film hat sich im Laufe der Zeit über die Fronten gelegt. Und das in die Jahre gekommene Holz hat auch seinen Glanz verloren. Zeit, eine neue Küche anzuschaffen? Nicht ganz. Wir haben für euch eine kostengünstige, einfache Alternative parat. Die Zauberformel nennt sich 2K-PU Multilack und ist ein wahres Haftwunder. Ob auf Holz, Keramik, Metall, Fliesen, Dekorplatten, Hart-PVC oder pulverbeschichteten Untergründen. Beständigkeit wird bei diesem Produkt groß geschrieben. Das Beste daran: die Umsetzung ist relativ einfach und die Kosten sind überschaubar. Das Projekt nimmt lediglich etwas Zeit in Anspruch. Inklusive Vorarbeiten und Trockenzeiten planen wir für unsere Aufgaben 3 Tage ein. Je nach Umfang eures Vorhabens kann sich der Zeitrahmen aber ändern. Diese Materialien braucht ihr, um euren Küchenfronten einen neuen Anstrich zu verleihen. Den hochwertigen Adler 2K-PU Multilack, Entfetter, Farbroller, Pinsel, Schleifflies und Rührholz und die entsprechende Schutzkleidung. Als erstes müsst ihr die Küchenfronten abmontieren und Staub- und Fettreste von den Oberflächen entfernen. Nachdem ihr die Küchenfronten mit einem Tuch von Staub und Schmutz befreit habt, müsst ihr sie noch entfetten. Dazu benetzt ihr die Flächen mit dem Adler-Entfetter, reinigt sie mit einem Schleifflies und wascht sie nach etwa 10 Minuten Einwirkzeit mit Wasser ab. Für den Anstrich der Küchenfronten greift ihr zum 2K-PU Multilack. Das ist ein Allround-Lack von Adler, der perfekt an den Küchenfronten haftet und gegen Wasser und Chemikalien hochbeständig ist. Der Lack besteht aus 2 Komponenten, die ihr zusammenmischen müsst. Öffnet die beiden Dosen und gebt den Inhalt der kleineren Dose, also den Härter, in den Lack. Dann müsst ihr 1 Minute lang gut umrühren und noch weitere 10 Minuten warten. Danach könnt ihr mit dem Lackieren loslegen. Bevor ihr mit dem ersten Anstrich loslegt, empfehlen wir euch, eine ausreichende Schutzkleidung zu tragen und nach Möglichkeit den Raum gut zu belüften. Nachdem der Lack vollständig getrocknet ist, kann man sich bedenkenlos im Raum aufhalten. Für den ersten Anstrich gebt ihr den angerührten Lack in eine Farbwanne. So könnt ihr die Farbe besser mit dem Pinsel und der Lackrolle aufnehmen. Die Randbereiche und schwer zugängliche Stellen streicht ihr mit dem Pinsel. Anschließend walzt ihr die gesamte Küchenfront mit einem hochwertigen Lackroller aus Mikrofaser. Schaumstoffwalzen sind hierzu nicht geeignet. Für eine gute Deckkraft könnt ihr auch im sogenannten Kreuzgang arbeiten. Wenn ihr die erste Schicht aufgetragen habt, müsst ihr den Lack ca. 8 bis 12 Stunden trocknen lassen. Dann könnt ihr mit einer frischen Farbwalze ein zweites Mal über die Fronten rollen. Die Vorgangsweise ist gleich wie beim ersten Anstrich. Die Topfzeit für den 2K-PU Multilack beträgt 8 Stunden. Das bedeutet, dass das bereits vermischte Material nach Ablauf dieser Zeitspanne nicht mehr verwendet werden kann. Der Lack muss also für den zweiten Anstrich neu angemischt werden. Nach einer erneuten Trockenzeit von 8 bis 12 Stunden dürft ihr euch über strahlend weiße, wie neu wirkende Küchenfronten freuen. Nicht abnehmbare Fronten, wie zum Beispiel Eck- und Geschirrspülblenden, klebt ihr ab und lackiert sie direkt vor Ort. Nachdem alles ausgiebig getrocknet ist, könnt ihr euch an die Montage der Küchenfronten machen. Damit ihr das Kocherlebnis in vollen Zügen genießen könnt, haben wir noch einen Tipp für euch. Aviva Strong Color oder Strong Weiß. Eine hochstrapazierfähige Innenraumfarbe mit hervorragendem Deckvermögen und einer sehr guten Reinigungsfähigkeit. Sie ist auch als abwaschbare Latexwandfarbe bekannt und eignet sich daher besonders für die Küche. Um die Wände unserer Küche besser zu schützen, tragen wir die Latexfarbe Strong Color im Farbton Nebelwand aus der Alpine Selection von Adler auf. Wir schnappen uns also als erstes das Klebeband und kleben den gewünschten Bereich ab. Im Falle Armaturen oder die Herdplatte abdecken. Das Produkt gut aufrühren und den Bereich ausmalen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Anstrich muss eine Trockenzeit von 3 bis 4 Stunden eingehalten werden. Wasser- oder Soßenspritzer lassen sich problemlos mit etwas Wasser und einem Tuch abwischen. Die Latexfarbe eignet sich auch für andere stark beanspruchte Bereiche im Haus, wie das Treppenhaus oder den Flur. Die alten Küchenfronten sind Geschichte und die gesamte Küche erstrahlt in neuem Glanz. Der Schutzanstrich hinter dem Waschbecken macht den neuen Look der Küche komplett und trägt noch dazu zum Schutz der Wand bei. Statt 80er-Flair herrscht nun eine moderne Atmosphäre, welche zu gemeinsamen Kochabenden einlädt. Dem nächsten Dinner in den rundum erneuerten 4 Küchenwänden steht somit nichts mehr im Wege.